So, Kanbei ist wieder dran. Und Kanbei hat endlich einen Panzer. Und ich sehe gerade, wir können uns sogar noch einen Panzer leisten. Infanterie schadet nie. Den Speer lasse ich weiterhin da stehen, in der Hoffnung, dass er einfach nochmal drauf schießt. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt mit Drake in der letzten Runde die Kanone abgeschossen? Oder habe ich das vergessen? Ich meine nämlich jetzt gerade, dass ich das irgendwie vergessen habe. Der hat zwar was Neues auf der Basis draufstehen, aber es ist immer noch nichts Neugebautes. Und solange das Ding nicht neu gebaut ist, ist es mir vollkommen egal. Ich schwäche das Teil schon mal, damit Kanbei das eventuell mit seinem Panzer da one-hitten kann. Ja, da steht eine Artillerie. Ach ja, stimmt. Bin ja noch nicht mit ihm dran. Sind wir erst nächste Runde wieder. So. Eine Kanone zumindest schon mal weg. Mal sonst noch was machen mit Drake. Den Speer weiter anschießen. Den anderen Speer lasse ich da jetzt erstmal stehen, weil der blockiert da jetzt gerade ganz gut. Und schneidet den Rest seiner Truppen von der Außenwelt quasi ab. So, jetzt kommt aber erstmal die Frage, schaffe ich das? Das sieht nämlich recht gut aus. Ja, sehr schön. So, und jetzt kann er mal versuchen, ob er mich am Capturen hindern kann hier. Die Artillerie da ist böse. Ich mag keine Artillerien. Zumindest nicht, wenn sie vom Gegner sind. Okay, Infanterie habe ich mit Kanbei langsam genug. Da können wir dann demnächst mal mehr. Also schauen, dass wir ein bisschen sparen. Dann vielleicht kriegen wir noch einen Kampfpanzer oder vielleicht sogar einen Titanpanzer, wer weiß. Ich glaube, ihr könnt euch ja noch erinnern, was das letzte Mal passiert ist, als Kanbei einen Titanenpanzer hatte. Oder war es das vorletzte Mal, wo das passiert ist? So. Ich muss jetzt dahinter noch. Okay. Damit der Drake nicht so ganz unnütz ist. Seine Jagdpanzer sind es ja sowieso nicht. Greifen wir mit dem aber weiter an, damit der Kanbei da unten ein leichteres Spiel hat. Jede Runde weniger Kohle hier. Ah,
Aber gut. Hier oben ist echt nichts mehr. Ja gut, mir soll es recht sein. Heißt nämlich, dass da unten echt fast gar nichts mehr ist. Ja, Drake blockiert mich da jetzt nur leicht. Aber ich muss ihn ja eh nur aufhalten. Von dem her ist es ja eigentlich vollkommen egal. Ich hab's nur gern, wenn ich da unten den Kampf auch gewinne. Da kommt eine weitere schwarze Welle. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. So viele Einheiten wieder mittlerweile auf dem Feld sind. In der Zwischenzeit esse ich jetzt einfach mal was. So. Dann können wir ja weitermachen. Da hat er noch einen Kampfpanzer. Da oben hat er echt nichts mehr. Also bis dahin muss ich. Dann dringen wir mal etwas tiefer in sein Territorium vor. Mini-Speerkampf. Nachdem ich ja nicht weiß, was in dem Wald da drin ist, möchte ich auch gar nicht erstmal da reinfahren. Zumindest nicht, ohne es vorher zu wissen, ob da was drin ist. War's, oder? Jupp. Also hier ist zumindest schon mal nichts drin. Ja, kaum hat man mit Kan beim Panzer schon, räumt er hier durch. Ja, 26.400 kostet eins von den Teilen hier. Ja, von da trifft mich der Raketenwerfer auch noch.
Recht viel mehr kann ich jetzt mal wieder nicht machen. Oh, der hatte da einen Raketenwerfer noch stehen. Ja, der hat da oben, glaube ich, sogar noch einiges rumstehen. Dann hauen wir ihm doch mal wieder eine Gabe rein. Der braucht sie anscheinend. Seine Einheiten dürften sowieso bald kein Benzin mehr haben. Können wir ja mal kurz nachschauen. Ja, der hat noch 12 Benzin hier. Der kann sich bald nicht mehr rühren. Da steht noch dieser Raketenwerfer. Hat sich auch noch kein Millimeter gewegt und auch nur noch 12 Benzin. Da steht ja auch noch einer. Ja, der hier nur noch Raketenwerfer stehen. Waren die gerade im Sonderangebot oder was? Oder wie von Colin abgekauft? Schlachtschiff hat zwar nur noch 5 HP, macht aber trotzdem noch genug Schaden. Für den Jagdpanzer zumindest. Da steht ein Raketenwerfer, ja, aber der hat nur 2 HP. Da muss also noch irgendwo einer stehen. Aber ich frage mich, wo. Steht ja eh nichts mehr rum. Dann räumen wir hier mal ein bisschen mit Kanbei auf. Der hat ja immer noch keine Gabe. Wenn man vom Teufel spricht, da ist sie ja. Oh, das waren jetzt gleich 3 HP. Raketenwerfer kriegen wir ja auch noch klein. Jo, ich glaube, das war's wieder mit Kanbei. Das war eine Artillerie. Artillerie macht schon gar nichts mehr auf die Infanterie. Kanbeis Def ist zu hart. So, jetzt brauche ich noch 3 Schüsse mit dem Schlachtschiff und das war's. Das hat jetzt natürlich wieder genau nicht gereicht, aber was soll's. Haben wir ja noch einen, der drauf schießen kann.
Machen wir mal so ein paar Aufräumarbeiten hier. Ja, den lasse ich da oben stehen. Der steht da gerade so gut. Ja. Hier war die Artillerie. Kann bei sie ja in der nächsten Runde kaputt machen. Jetzt kommen noch ein paar Infanterieeinheiten raus, damit der Technik-Score nochmal aufgebessert wird. Die Kanone erwischt mich da hinten ja sowieso nicht. Ich könnte jetzt eine Gabel reinhauen, aber bringen wird sie nicht viel. Ich hau sie nächste Runde wahrscheinlich nochmal zum Spaß rein. Einfach wegen Last Turn und so. Ups, jetzt habe ich versehentlich auf Warten gedrückt. Ach, wen interessiert's? Ob ich die Basis jetzt noch kriege oder nicht, ist auch egal. Okay. Lieber von hier. Wenn da oben im Wald nochmal eine Artillerie steht, dann erwischt sie mich da wenigstens nicht. Rückt mal noch weiter vor. Ist ja auch schon egal. Es ist schon alles egal in dieser Mission. Woher der da hinten noch so viele Einheiten holt, frage ich mich da manchmal schon. Der Raketenwerfer ist eh schon zum Stillstand gekommen. Er hat überhaupt kein Benzin mehr, da müsste er jetzt schon mit dem TTP ranfahren, damit er den wieder flott kriegt. Tja, sonst guckt hier oben nichts rum. Dann machen wir nochmal Feuer und... scheint ja wirklich nichts mehr zu sein. Ich sollte aufhören, das Ganze irgendwie in die Länge zu ziehen. Also, einfach nur mal nochmal eine Gabe, Siegesgabe quasi jetzt nochmal reinhauen. Einfach weil Moralmobil so eine coole Gabe ist. Der gibt jetzt mir auch nochmal eine Gabe, okay? Das ist jetzt schon die dritte. Schiffe haben schon nur noch 7 HP, einfach weil die ganze Zeit die Gaben abbekommen haben. Beziehungsweise die einige haben nur noch 4, die Missile von ihm abbekommen haben. Aber solange das Schlachtschiff da unten noch Muni hat, sollte es kein Problem sein, hier noch zu gewinnen. Die schwarzen Schiffe zerstört. Diese dilettantischen. Wir ziehen uns vorerst zurück. Trefft entsprechende Vorbereitungen. Kommandant Kanbei. Ah, Kommandant Drake. Gut, Sie unversehrt zu sehen.
Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung, Kanbei. Meine Flotte wäre ohne Ihre Hilfe mit Mann und Maus untergegangen. Und selbst in diesem Kreuzfeuer hätten Sie die Oberhand gewonnen und wären siegreich gewesen. Wir haben das Ganze nur etwas beschleunigt. Ihre hohe Meinung ehrt mich. An Ihrer Seite kämpfe ich jederzeit wieder. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir sehen uns beim Sturm auf die Festung von Black Hole wieder. Möge dieser Tag bald kommen. Bis dahin, leben Sie wohl. Ahoi, Kamerad. Das war mir jetzt irgendwie klar, dass mir da die Kraft fehlt. Erst zwei Missionen gespielt und schon wieder eine Stunde Aufnahme.